Zauberei gibt es ganz viele Sparten. Das fängt an von der Illusion, das sind so die ganz Großen wie David Copperfield oder Siegfried und Roy, die mit Tigern gezaubert haben. Oder es gibt zum Beispiel die Bühnenshows, das kann zum Beispiel Mentalmagie sein oder Gedankenlesen auf der großen Bühne. Wir können ja auch mal reinschauen. Und denk jetzt an deine Zahl. Ich habe so ein paar mehr Versuche, falls was schief geht. Geht noch weiter. Denk mal an die erste Ziffer. Okay. Die zweite Ziffer. Da kommt was an. Ist sogar relativ leicht, deine Gedanken zu lesen. Ich glaube, das passt. Ich leg mal meinen Stift weg, dann kann ich meine Meinung nicht mehr ändern. Laut und deutlich für uns alle, an welche Zahl hast du gedacht? 40. Wie bitte? 40. Schau mal gerade kurz nach. An die 40? Kann man nicht sehen, oder? 40, ja? Man kann es nicht sehen, nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. Die meisten nicken schon, die meisten rechnen schon. Wir machen es ganz langsam, alle zusammen. 20 plus 1 gibt nämlich 21. Plus 12 ist genau 33. Plus 7 ist 40. Die erste Zeile. Ich mache es mal mit der zweiten Zeile. 11 plus 8 ist 19. Plus 19 ist 38, plus 2 ist 40. 12 plus 19 plus 3 plus 6 oder 7 plus 2 plus 22 plus 9 ergibt genau 40. Und für die, die jetzt noch dabei sind, es gehen auch die Diagonalen. Die ersten haben es schon. Es ist völlig egal. Wir machen es mal mit dir. 20 plus 8 ist 28, plus 3 plus 9 ist genau 40. Und dann gibt es so die ganz kleine Zauberkunst, die Close-Up-Zauberkunst oder Zauberkunst am Tisch mit Kartentricks, mit Taschenspielersachen, mit Münzen, mit ganz kleinen Alltagsgegenständen. Ich habe mit so einem Zauberkasten ganz klassisch angefangen und das hat mir Spaß gemacht und deshalb bin ich dran geblieben und habe weitergemacht und immer mehr. Und nach dem Abi habe ich es dann eigentlich so richtig ausgebaut, dass ich auch mit Firmenauftritten angefangen habe. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Instrument zu lernen, also Klavier zu üben oder so, ist einfach viel Übung. Jeder kann es, wenn er einfach Fleißarbeit reinsteckt und viel übt. Ja, ich mache Wirtschaftsingenieurwesen hier am KIT, mittlerweile auch schon im Master. Und das Schöne ist, dass man es ganz gut vereinbaren kann, weil die Zauberei eigentlich viel am Wochenende oder abends stattfindet. Meine Lieblingstricks sind eigentlich die kleinen Sachen mit Münzen oder Karten zum Beispiel, wie zum Beispiel so einer kleinen Münze hier, die einfach genau hier verschwindet. Das sind so die Sachen, die ganz nah dran sind, hautnah dran sind, wo die Zuschauer wirklich genau hinschauen können und trotzdem aber nicht rausbekommen, wie funktioniert das oder wie geht das. Ja, das ist toll eigentlich, dass man mit der Zauberei total viel rumkommt. Also ich war jetzt zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik oder in Südostasien. Oder ich war zum Beispiel mal in Transsilvanien, auch was ganz Exotisches. Da wurde ich wirklich mit der Propellermaschine eingeflogen. Es war ein Deutscher, der dort Verwandte gehabt und hat dort eine Hochzeit gehabt. Und die haben sich einen Zauberkünstler gewünscht und da hat er mich einfach mitgenommen. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine Anfrage für Jordanien in Amman und da bin ich auch total gespannt, ob das klappt.